Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, diese Folge 1111. Ja, das ist schön, es wird Nacht, aber es ist nicht so schön, aber wir berichten mal ein bisschen was an Materie, beziehungsweise wir nehmen mal kurz hier so ein bisschen was weg. Wir wollen nämlich das hier so ein bisschen tatsächlich noch ein bisschen runter gleiten lassen und den Weg hier dann nicht so hoch machen. Ja, genau so wollen wir das irgendwie machen. Hier können wir dann tatsächlich nochmal auffüllen, so ein bisschen. Zack, zack. So, und hier müssen wir sowieso dann das Wasser wegmachen. Genau, und hier können wir dann auch irgendwie zuschütten. Wie, weiß ich auch noch nicht, ob ich das so lasse. Keine Ahnung. Das sehen wir noch später. Wir wollen erstmal kurz schlafen gehen, dann wollen wir nochmal... What geht da ab? Wie habe ich das hingekriegt? Keine Ahnung. Das ist immer dieser komische Jump. Der so auch ein bisschen leer weg ist. Oh, guck mal, da hat es schon wieder geschert. So, was brauchen wir, beziehungsweise was wollen wir holen? Wir wollen erstmal hier kurz nochmal so ein bisschen... so machen. Was wollen wir holen? Wir wollen holen, mal ein bisschen andere verschiedene Holzarten. Haben wir eine Kiste für Holz? Nee, ne? Also wir haben eine Kiste, die... wo wir quasi Holz reintun könnten. Wo haben wir denn unsere Schalkerbox jetzt schon wieder hin? Also wir könnten hier mal ein bisschen davon reintun. Wir können hier ein bisschen Birke reintun. Wir holen mal ein paar Holzsorten, die wir haben. Also, dass wir quasi einmal eine Kiste haben für den Lock. Ah, das geht wieder nicht. Genau. Zack, zack, weil Essen ist auch gut. Wo können wir nochmal so ein bisschen stehen lassen? So, wir holen uns mal ein paar verschiedene Holzsorten nochmal, dass wir was haben. Zack, und dann müssen wir genau hier hinkommen. Wunderschön, was haben wir? Die nehmen wir nochmal mit. Spruce können wir nochmal die mitnehmen. Zack. Jungle. Guck mal, im Jungle haben wir sogar ein bisschen was. Dark Oak. Ja, Dark Oak haben wir schon ein bisschen was. Können wir mit da reinschmeißen. Zack, 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 zack. Da können wir nämlich auf jeden Fall da rein tun. Genau, die zwei braunen, die können wir da raus tun. Holz können wir wegtun. Dark Oak haben wir. Ja, gut, Akazien haben wir halt. Wahrscheinlich nicht, ne? Also Akazien müssen wir tatsächlich mal farmen. Haben wir eigentlich Akazien? Wie kann das sein? Ich will Jump Boost. So, wir nehmen mal die 11 mit. Wir berichten aber trotzdem. Hier mal das, genau. Das können wir so machen, damit wir zumachen. Das ist auch wunderschön. Können wir nämlich noch ein bisschen Akazien zwischendurch anpflanzen. Das wäre dann vorerst das, was wir an Holzsorten haben. Ja, in die Richtung wollen wir. Warum ist der da nicht aktiv? Ich verstehe es nicht. Ist hier hat hier irgendwer irgendeinen Block hingesetzt oder? Ganz komisch. Ganz komisch. Und so, wir können jetzt hier einfach mal so ein bisschen da, dass wir hier so ein bisschen Akazien hingesetzt haben. Ich meine, hier ist ja nicht so schlimm, da können sie ruhig mal wachsen. Akazien wachsen sowieso ein bisschen ätzend. Und so, das heißt eine Popkiste dahin, eine Kiste dahin, eine Kiste dahin. So, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was an Holzsorten. Die Frage ist, wie machen wir das Spruce? Wo haben wir denn die Werkbank eigentlich? Ah, die haben wir wahrscheinlich da hinten. Nee, also wir haben mal eine Werkbank gehabt. Na gut, wir nehmen sie mal mit hier. Zack. So, bis die Akazien mal hier gewachsen sind. Packen wir mal hier, dann tun wir mal das Spruce da rein. Dann können wir nochmal Spruce-Falltüren machen. Wie sieht das aus? Das geht nur bei anderen Holz. Okay. Dann könnt ihr Spruce rein. Wir haben hier was Helles.
Birch. Ja, das geht okay. Das geht in Ordnung. Das geht wohl in Ordnung. Hier haben wir noch ein bisschen Gras liegen gelassen. Das wollen wir doch mitnehmen. So, aber weil mir das ja nicht reicht, müssen wir uns noch ein paar Stück verkraften. So, wir haben ein bisschen Oakwood, Oak sag ich schon, ein bisschen Birch und dann können wir mit dem Birch. Warte, wir machen erstmal Birch Door und dann machen wir nochmal von den Birches. Kriege ich das nämlich auch eine Tür im Birch Design. Wunderschön. Zack. Zack, wunderschön. Huch, da nicht. Da nicht, aber da. Ah, die haben, oh nein, die haben Richtung. Nein, das ist doch doof. Das ist doof, da müssen wir gucken, dass wir die Richtung alle gleich in die, nach oben machen. Also unten und oben quasi. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Aber gut, hier ist es auch gut gegangen. Bis jetzt bei allen. Ja, bei dem passt das. Hm. Schön. Passt wunderbar. Finde ich gut. Jetzt haben wir noch eine Treppe zu viel. Das heißt, wir tun einfach die Loks hier mal raus. So, haben wir noch ein bisschen helles Holz, ein bisschen links, ein bisschen davon. Hier haben wir noch. Okay, gut, das ist okay. Oh, geht sowieso nur, wenn das andere nicht geht. Wunderbar. So, jetzt müsste man noch gucken. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blätter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir diese schön hier. Und können damit, was haben wir denn noch? Zack, zack. Nein. Wir wollen den da hinsetzen. Wunderschön. Da kommt der dahin, der. Dahin, der dahin. Und dann haben wir eins zu viel. Ja. Wo klar. Ist egal. Packen wir dahin. So, das heißt hier auch wieder 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Zack. Ah ne, wir müssen die erstmal hinsetzen. Zack. Und Brode Rose da rein. Und den und ein Bambus. Und dann kommt hier die wahrscheinlich rein. Wahrscheinlich geht die wieder nicht da rein, weil das eine große Pflanze ist. Und die großen Pflanzen nicht da reingehen. Ja, genau, war klar. Aber der geht da rein. Zack. Und zack. Und was haben wir noch? Die gute Rose geht auch nicht da rein. Dann. Dementsprechend brauche ich es gar nicht probieren, glaube ich. Genau, die zwei gehen nicht da rein. Das heißt, wir brauchen noch zwei andere Pflanzen. Die gehen nicht da rein und die gehen nicht da rein. Das heißt, die und... Ah ne, den habe ich schon. Eine gelbe. Eventuell. Also ich brauche gar nicht so viele. Ich könnte jetzt hier noch den Baum hinsetzen. Ne, das sind mir zu viele Bäume auf einmal. Immer so gelbe Blumen hin. Das ist zu viele Bäumchen. So. Die und die weg. Weil jetzt haben wir nämlich auch diesen hier ausdekoriert. So, jetzt brauchen wir. Bevor wir weitermachen. Haben wir jetzt ein paar Loks hier, genau, aber nicht genug wahrscheinlich. Wir haben Spruce. Wir können jetzt aus Spruce was Dunkles bauen. Und da bauen wir daneben direkt ein helles Sandsteingedöns. Aber Sandstein haben wir nicht so viel. Das heißt, wir werden einmal gucken, dass wir die Sachen hier rausspeisen. Genau, die rausschmeißen, so, die Erde daraus, das daraus,
das daraus, den daraus, die Türen können wir nirgendwo hinschmeißen. Dann schmeißen wir die mal mit hier rein und die dunklen da rein. So, was wir jetzt brauchen, ist eine Schalker-Box oder zwei und ein bisschen was zum Reparieren. Was haben wir denn zum Reparieren? Wir haben nichts, ne? Wir haben nicht so viele Steine. Aber wir hätten noch ein paar XP-Bottles, glaube ich, irgendwo. Wir müssten mal unsere... Was machen wir nicht hier irgendwo? Bottle of Enchanting. Guck mal, da haben wir noch welche. Genau für so Zwecke haben wir die. Da. Zack, zack, zack. Wunderschön. So, wunderschön. 1000. Ja, also ich sag mal, wir nehmen sie ja mit, von daher können wir ja tatsächlich einfach rüber wandern. Also mit die Dings ist auch egal. Wir wandern einmal rüber. Wir wandern sehr schnell rüber, zack. Wir wollen nämlich in den Nether. Wir wollen nämlich ein bisschen Sandstein farmen, damit wollen wir es Mühlen-Sandstein machen. So, wie gehen wir am besten? Wir gehen am besten hier durch. Nju, so. Wir könnten auch eine Rakete nehmen, aber so geht das auch. So, was haben wir hier? Wüste oder Sumpf? Ne, Sumpf wollen wir nicht. Ich glaube, die Wüste war hier vorne links. Wüste, genau. Zack. Da sind wir auch schon angekommen. In der schönen, wunderschönen, wunderschönen Wüste. Zack, 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 zack. Wunderbar. So, es ist jetzt nur Nacht und wir haben kein Bett. Das ist ärgerlich. Oder haben wir uns ein Bett damals... Wo ist denn das? Hier hinten gelassen. Nee, hier ist der Sand. Also können wir das nicht... Das können wir da nicht hingelaufen sein. Hier ist das. Aber wir haben doch ein Dorf da hinten. Wir haben doch ein Dorf da hinten. Können wir mal kurz rüberlaufen, um zu schlafen. Ju. Ju, hallo. Kakteen sind eine gute Idee. Lass mich in mein Bett. Nö, 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 nö. Das geht so nicht. Zack. Kakteen sind eine gute Idee. Wir können auch die gerade mitnehmen. Ja, hier sind wir mal gestorben, ne? Wer erinnert sich noch? Who is remembering? For this little piece of pee. So, wo fangen wir denn an und graben aus? Wir könnten jetzt einfach mal sagen, grab jetzt auf hier aus, fertig. Dann haben wir den kürzesten Weg, den Blick quasi frei. Spielt ja keine Rolle, weil wir müssen es eh ausgraben. Zack, zack, das gehen wir jetzt hier auf die... Hier sogar noch ein Sand. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Haben wir zwar jetzt auch erst abgebaut, aber... Oh, ein Zombie. Wo ist das denn für ein Zombie? Oh, ein Eisen. Ja, das nehme ich auch gerne. Eisen nehme ich auch gerne. Ja, ist auch interessant. Guck mal, was wir halt damals übersehen haben. Wenn's ja nicht so schlimm, wir haben ja mehr wie genug Sand aktuell. Wir haben so viel Sand sogar, wir können es gar nicht mehr in unser Lager schmeißen. Weil unser Lager sonst überfüllt werden würde. Aber es wäre trotzdem schade um das Sand, wenn wir den jetzt so abbauen. Weil hier bauen wir quasi 4 Sand mit einem Block ab, ne? Also deshalb ist das ein bisschen schade, wenn wir jetzt den Sand umgraben. So, und so können wir genau so, ne, jetzt können wir Cut machen. Es gab doch auch Smooth. Müssen wir uns mal vergleichen. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn wir die zwei Texturen quasi verwenden wollen. Können wir ja auch machen. Das wäre ja auch gar nicht so fatal an sich. Zack. Und dann den noch mitnehmen. Da ist halt die Frage, wie viele Blöcke hier so nach unten gehen. Das würde mich mal interessieren. Müssen wir mal eine kleine Treppe runterbauen.
Ja, geht schon ein bisschen was an Stein. Und wenn man das hier jetzt so ausgraben könnte, genau so wie ich das jetzt hier mache. Und wir graben das hier so aus. Und dann können wir hier einfach so einen Tunnel graben, bis wir irgendwann mal irgendwo draußen sind und wir Licht haben. Genau bis hierhin. Weil hier ist nämlich wieder irgendwo ein Weg nach draußen. So, dann können wir nämlich hier so zack, zack, zack. Das ganz schnell abbauen. Haben wir noch Platz? Ne, wir haben gerade keinen Platz im Inventory. Das heißt, wir schmeißen den Sandstein einmal da rein. Und dann können wir hier wieder einsammeln. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, so und so. Da könnte man ja auch theoretisch fast nach unten laufen. Und hier können wir noch ein bisschen ausgraben, dass wir hier so ein bisschen ein quadratähnliches irgendwas haben. Wunderschön. So, und das Ganze können wir dann hier ausgraben. Und so kriegen wir wenigstens ein paar Blöcke zusammen. Zack, 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 zack. So, so, noch 2, 3 Minütchen und dann. So, müssen wir die Folge beenden. Wir müssen sie jetzt eigentlich beenden. Ich wollte eigentlich sagen, noch 2, 3 Minütchen und dann müssen wir die restlichen Blöcke einsammeln. Das machen wir aber jetzt. Das schieben wir jetzt mal kurz in den Vordergrund. Zack. Und den da mitnehmen. Zack. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir gefallen hat, dann lass eine positive Bewertung da oder auch ein Abo und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.